Bring den Arimathäer her. Du, hol den Arimathäer. Als wären sie zerrissen. Tribun, seht euch das an! Wohin ist er verschwunden? Sag du's mir. War die Leiche gesalbt? Wir hatten keine Zeit dafür. Haben ihn nur mit Myrrhe und Aloe eingewickelt. Das sieht man hier. Schweiß und Kräuter. Nimm es mit. Hier darf nichts angefasst werden. Postiere eine Wache. Jeder, der Jerusalem verlässt, wird durchsucht. Verhafte jeden, der sagt, der Nazarener lebt, und finde raus, wo es gehört hat. Ja, Tribun. Bei Jeschuas Tod warst du neben seiner Mutter. War sie auch die Frau, mit der du bei seinem Grab warst? Wenn du wüsstest, was da passiert ist, würden deine Sorgen alle verschwinden. Dann erleuchte mich. Es geht über unseren Verstand. Verschon mich mit diesem rätselhaften Ketzergeschwätz. Wo habt ihr Jeschua hingebracht? Er ist hier bei uns. Ist er ein Kobold? Ein Gespenst? Irgendwie wieder zum Leben erweckt? Öffne dein Herz und sieh. Ich sehe ein Trugbild, um eine Ketzerbewegung am Leben zu erhalten. Ich könnte die Informationen, die ich brauche, von dir erzwingen, dich umbringen lassen. Das spielt keine Rolle. Ah. Ein Märtyrer. Wohl kaum. Dann nenn mir die anderen und ich verspreche dir, dass du frei bist. Ich bin bereits frei. Zeig mir den Messias. Tot oder lebendig. Und zeig mir die, die ihm folgen. Du suchst etwas, das du nie finden wirst, Tribun. Du suchst die falsche Sache. Wenn der Messias kommt, wird Rom nichts mehr sein! Bis dahin. Der Nazarener hatte gesagt, er würde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Wenn das stimmt, wird es gewaltige Unruhen schaffen. Wird irgendjemand das glauben? Die Schwachen schon. Es wird keine anderen Götter geben. Töte ihn. Das Grab ist versiegelt. Bewacht es mit eurem Leben. Tribun, Pilatus will dich sehen. Die Leiche ist verschwunden. Sein Grab ist leer. Wohin ist er verschwunden? Sag du es mir. Und schon behaupten sie, er wäre vom Tod wieder auferstanden. Cäsar darf hier nicht auf Unruhen stoßen. Wir müssen eine Leiche finden. Wo verstecken diese Jünger seine Leiche? Das waren nicht Jeschuas Schüler. Eine Leiche, Tribun, gerade entdeckt. Das ist er nicht. Wer hat dir gesagt, dass der Nazarener am Leben ist? Maria Magdalena. Du suchst etwas, das du nie finden wirst. Öffne dein Herz und sieh. Lüg mich nicht an. Was ist mit dem Leichnam passiert? Die Seile sind einfach explodiert. Er sollte inzwischen zurückgekehrt sein. Ich habe 2 Dinge gesehen, die ich mir nicht erklären kann. Ein Mann, der ohne Frage tot ist, und denselben Mann, der wieder lebendig ist. Was macht dir Angst? Dass ich mich irre? Dass ich die Ewigkeit aufs Spiel setze?